Glaube ich, ja, ich müsste aufnehmen, oder? Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Ja, schön, dass du wieder eingeschalten hast. Zu meinem neuen Video. Tja, nur in 6 Megapixel. Ich weiß, ich habe halt noch keine so gutes Profi-Equipment wie ein vielleicht wie andere YouTuber. Aber ich bin halt auch arm, habe nicht viel Geld und ja, arme Menschen haben halt nicht so viel Reichtümer. Ja, meine Reichtümer sind hier drin, in meinem Herzen. Ich gehe respektvoll mit Menschen um. Ne, ich habe auch keine Vorurteile gegen schwarze Menschen, gegen Juden. Hab ich auch keine Vorurteile gegen Schwarze. Habe ich das schon erzählt? Ja, habe ich schon erzählt. Ich meine, irgendwelche Leute, die aus dem Irak kommen, aus Pakistan, vielleicht ein Bart haben, Muslime, Hindis, es ist mir alles egal. Was interessiert mich das? Das sind Menschen wie du und ich. Und echt, Alter, das ist ja immer wieder fantastisch, mal das auf der Straße sieht, ja? Ne, ich habe es öfters mal gemerkt. Und zwar haben mal ein paar ältere Damen nach der Uhrzeit gefragt. Und da habe ich mal geguckt, bei ausländischen Bürgern sind die älteren Damen, also Deutsche, zu Ausländern hingegangen. Die Oma so, ja, wie viel Uhr haben wir denn? Haben Sie gerade die aktuelle Uhrzeit für mich? Und jetzt wollt ihr wissen, was gekommen ist? Ja, hallo, ja gerne. Es ist 14:15 Uhr. Ja, richtig nette Leute. Wow, warum kommt dann dieses Vorurteil, Ausländer sind scheiße? Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Das ist doch nicht normal, echt jetzt. Das ist doch krank. Krank ist das, einfach nur krank. Vorurteil gegen Ausländer zu haben, ist krank. Naja, viele Ausländer wissen wir ja gar nicht, ob wir überhaupt Ausländer sind. Also, man glaubt ja gar nicht. Ist der Ausländer scheiße? Scheiß drauf. Guck mal. Jeder Mensch hat ein Herz. Scheiß drauf. Dann wären Tiere ja auch Ausländer. Das ist ein blöder Vergleich. Wir haben alle ein Herz, wir haben alle eine Seele, wir denken alle, wir fühlen alle, wir lieben alle, wir schmerzen alle, wir fühlen Schmerz. Und das ist doch egal. Natürlich. In Afrika braucht man natürlich schwarze Haut. Ich als weiße Leiche würde doch verbrennen. Ist doch ganz normal. Hast super gemacht, Gott. Wunderbar. Da muss man nicht mit Hass antworten. So sieht's aus.